So, moin moin, willkommen zurück. Wir spielen weiter Hogwarts Legacy und ja, haben gerade Zauberei gegen die dunklen Küste beendet und genehmigen uns jetzt, glaube ich, mal ein leckeres Butterbier in Hogsmeade. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Wesley nach dem Unterricht. Professor Weasley will mich in den Klassenzimmer sehen. Das ist ja schlimm. Ich hoffe, er hat sich etwas über den Einsatz meiner verlorenen Schulsachen zu sagen. Okay, vielleicht müssen wir erstmal mit ihr reden, bevor wir nach Hogsmeade können. Weil sie ja wahrscheinlich uns sagen kann, welche Bücher wir brauchen. Lass uns doch mal da hingehen. Los geht's. Das sieht schon schön aus hier. Also ich bin total baff, wenn ich mir das angucke. Ja, das sieht wirklich einfach nur fantastisch aus. Und es macht Spaß, hier rumzulaufen. Sie Hätte ich auch nicht gedacht. Hallöchen. Revelio. Na, guck mal. Da, Erfahrung. Es fehlen Belohnungen zur Verfügung. Gucken wir uns hier kurz mal an. Ziemlich letztlich. Ah, wir müssen einmal sie finden. Sie muss ja irgendwo da hinten sein. Hallo, Kätzchen. Das ist eine schöne Katze. Ja. Ich finde ja irgendwas Leckeres für dich noch. Guck, was ist sonst mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Nein. Aber nein, Professor. Aha. Als wollte man einem Streeler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Yeah. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Yeah. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit ihnen gesehen. Ich glaube, ich nehme ein Mädel mit. Ich möchte mit Natty gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Yeah. Gut, dann mal gucken, was die Aufgabe hat für uns. Revelio. Da ist irgendwas da draußen. Sprich mit Ronan. Okay. Ja.
immer, Reisen erweitert den Horizont. Da draußen ist er. Möchtest du den mal streicheln? Und eine andere Katze. Ich sag, was bedeuten? Streichel 10 Katzen, ist das eine Übung? Revelio. Ah, da sind sie. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Sammle das fliegende Blatt in der Nähe der zerbrochenen Statue ein. Okay. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Ach, geschafft. Und jetzt das eine. Nee, sammle das fliegende Blatt im Turm für die Verteidigung gegen den dunklen Künstler ein. Okay. Können wir hier durchgehen? Revelio. Okay, ist nichts. Hallo. Wie Hallo. Schön, Sie zu sehen. Schon auch entdeckt. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Helft dir gerne, aber mal vielleicht eine Nebenaufgabe mal fragen wir mal. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak, das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Tut mir leid, dass die anderen nicht netter waren. Das ist nett. Es gibt hier wohl doch ein paar freundliche Menschen. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Klingt ja furchtbar. Ich lasse mich eigentlich nicht gern mit Gestank einsprühen. Nur wenn du verlierst, was mir nie passiert. Oder zumindest nicht oft. Menschen können so grausam sein, nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten, aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Da haben sie ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Okay. Gut. Muss die Seite finden. Hier längs. Da. Akio, großartig. Wo können die ganzen Kurbelsteine sein? So, dann lass mal zurück hier. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, auf jeden Fall. Denken Sie daran.
Oh, ihr Zauberstab ist ein Fokus für ihre Magie. Okay. Dann klappt die, wenn schwieriger später, oder? Mit dem Weltschlangzauber kannst du besonderen Objekte und Teile machen. Genau so. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Repar. Vielleicht hat es die verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Revelio. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Okay, Zenobias Steine finden. Ich bin zwar beeindruckt, aber ich würde vorschlagen, dass Sie vielleicht besser nicht auf Ihren Professor zielen. Mach ich schon nicht. Mann, sieht das gut aus hier. So, wo können wir die denn finden, die Sachen? Müssen wir die vielleicht auch irgendwie hier auswählen? Oh, sie hat sie da schon übermarkiert, ne? Okay. Ich sehe jetzt gar nichts. Ah, warte. Müssen wir vielleicht auswählen direkt. Wo bin ich denn? Ne, ich verfolge die. Da oben ist eine Kugel. Akio! Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Ah, da. Komm ich rein, okay. Gucken wir, ob wir die Kugel noch finden hier. Die hatten wir schon. Okay. So cool, dass sich alles bewegt auch hier. Das ist echt cool. Ach, ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Wo ist die Seite hingeflattert? Hier war gerade noch eine Seite, wo ist die hingeflattert, frage ich mich. Das ist mein Ketzer? Nee, doch. Kann ich da hoch? Entspannt. Das ist Astronomieturm? Anscheinend, ne? Der Wahrsageturm. Wir reden können wir nicht, aber hier ist eine Truhe. Oh, roter Zylinder, okay. Muss wieder runter. Kann man nicht runtersliden? Nee, schade. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Hier irgendwo. Da oben. Ach, hier. Okay. Da ist auch noch ein Stein. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie da komme ich, muss den anderen Weg rausfinden irgendwie. Runterspringen macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Bin ich wahrscheinlich noch platt oder tot. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Sollen wir runtergehen? Da gibt es da aber schon einen Weg, wo man rausgeht. Ah, guck mal. So in die Richtung nur. Kann ich da nicht raus? Hm.
Ist ein Rätsel. Ja. Warte mal. Aber hier fehlt irgendwas. Aber hier ist ein Symbol unten drauf. Das wissen wir noch nicht genau. Doch hier. Was zeigt denn das an? Also, da ist so ein Kreis und der zeigt die 2 an. Also machen wir die 2 hin. Hier müsste die 3 hin. Was aber nicht geht, weil... Kann man da Reparo benutzen? Reparo. Nee. Mir fehlen noch ein paar mehr Sockel, ne? Da hinten sind noch welche. Was steht noch hier drauf? Ein Symbol. 1 und... 3. 1 und 3. 1 bei dem und 3 bei dem. Okay, 1. Bei dem. Das passt ja. Und 3 bei dem. Und ich gehe jetzt mit dem Rebellen-Dings nicht. Ah, okay. Muss ich noch nicht so. Gut. Warum weiß man eigentlich auch nicht, warum das nicht funktioniert, oder? Rebellion. Hier kann ich nichts machen. Da oben sieht es auch aus, wenn man da irgendwo hin muss. Okay. Ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Wir müssen irgendwie ja da hinkommen. Dann müssen wir wahrscheinlich da über die Brücke so nochmal rein. Sonst wüsste ich nicht, wo wir die sonst finden können. Ja. Auch hier durchgehen. Vielleicht? Geht aber nur runter, ne? Ist jetzt zu Slytherin runter. Das ist nicht gerade oben. Vielleicht können wir da hinten aber irgendwie hochkommen. Oh! Okay, hier ist es auf jeden Fall nicht. Rebellion. Brauchen wir ein bisschen zum Nachladen, aber müssen wir einen höher, glaube ich, noch. Gehen wir doch den einen Weg hier noch höher. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, dann können wir über die Holzbrücke gehen, ne? Vielleicht? Oder auch nicht. Hier vielleicht? Ah, vielleicht aber hier längs. Rebellion. Könnte ich's machen. Oder welcher Gemeinschaftsraum ist das hier? Was? Würfel. Okay, also ist auch wieder ein Rätsel. Hier ist es, kann man was sehen? Enthüllen. Okay, was ist denn das? 1 Spinne Fragezeichen. 1 Spinne Fragezeichen. Also muss herausfinden, was für was für Zahlen hier stehen, damit ihr die Zahl bekommt, ne? 13. Aber wo ist denn das dritte Symbol, was ich drehen kann? Da ist 1 und da ist 1. Sonst ist hier doch keins mehr, oder sich? Hab ich eins übersehen. Eins da. Eins da. Gibt schon einige Rätsel hier anscheinend.
Das ist der Pferdekopf. Und da ist das andere. Oder hat das mit denen zu tun hier? Wir haben eine Spinne. Haben wir hier eine Spinne drin gehabt? War das die Spinne gerade? Nee. Da ist die Spinne. Also die Spinne. Das können wir noch nicht lösen. Dafür müssen wir noch ein bisschen mehr können. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ach hier. Gut. Ist noch ein höher. Rebellion. Ach, guck mal hier. Ob wir hier irgendwie was finden. Ah, jetzt wieder, okay. Diese Treppen, die machen mich fertig. So. Da ist noch ein Symbol. Ein Symbol, noch ein Symbol. Ich glaube, es braucht nur zwei Symbole, weil man rausfinden muss, wofür die Zahlen stehen, ne? Das finden wir schon noch raus. Aber jetzt müssen wir gucken, wo das andere Teil ist. Es gibt viele Rätsel hier, die wir noch lösen, aber alles nach seiner Zeit. Wir müssen noch ein höher. Turm der großen Treppe, nehmen wir mal. Das ist ein ganz gutes ganz gute Aufgabe, einfach mal um das ganze Gelände kennenzulernen. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. So, hier war auch schon. Wieder mal auf Abenteuertour. Ach hier. Ich sehe sie gar nicht, Google. Aber hier muss sie irgendwo sein. Wo sie so viel klimbim. Liegt ja wirklich viel, da ist sie. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Gibt's hier noch irgendwas Besonderes? Da. Was ist das? Hogwarts-Preis für Kräuterkunde, ne? Keine. Okay. Das ist eine Truhe, kann ich aufmachen? Und hier? Schloss. Okay. Komm noch nicht rein. Rebellion. Ich höre so ein Glöckchen klingeln. Ich denke immer, dann ist da irgendwas Besonderes. Oh, anscheinend nicht. Na gut, dann gehen wir mal zu dem kleinen Mädel und bringen ihr. Hallöchen, kleiner Ritter. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Da auch. Ja, was klingelt hier? Aber was? Ich sehe nichts. Rebellion. Hier draußen? Da. Oh, kann ich gelesen. Diese einzige Rüstung wurde als fehlgeleitetes Friedensopfer für einen Zentaurenführer angefertigt. Das Geschenk wurde verschmäht und der Bote hielt zum Dank eine Pfeil ins Bein. Oh.
Unangenehm. Revelio. Halt schon wieder was. Aber eben hier beim dicken Ritter. Was haben Sie jetzt vor? Diese ungewöhnliche Rüstung wurde für einen Troll gefertigt. Okay. Revelio. Okay, wir gehen zu der Tante runter. Hier war ganz schön viel gefunden hier oben. Ziemlich cool. So, wo ist Zenobia? Warte, können wir vielleicht mit unseren Dings in ihre Nähe eiern? Können wir vielleicht schneller hinkommen, oder? Hier, dieser irgendwo da in der Nähe. Da unten irgendwo war sie, ne? Revelio. Ja. Das ist das Geld eines irischen Phönix oder Aurig, ein äußerst scheuer Vogel. Mal kurz noch hochgehen. Irgendwas ist ja noch. Revelio. Ah, egal. Wir werden schon noch ein paar Sachen mehr finden, aber jetzt gehen wir noch zum Mädel. So. Was sie uns zu sagen hat. Da steht sie. Revelio. Okay. Auch wenn Sie gerne glauben, dass das Fenster ein Tribut an den Gründer des Hauses ist, ist das ein schlangenartiges Tierwesen. Okay. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Kobold. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, ob wohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Jetzt spielen sie bestimmt mit. Gute Idee. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Viel Glück. Revelio. Da haben wir eine Kiste, können wir die auch machen? Da müssen wir mal gucken, was wir für einen Zauber wieder bekommen für, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hinkommen. Zu Hogsmeade, da. Da will ich auf jeden Fall hin, weil da bin ich echt gespannt. So, wir haben ja ein paar Sachen bekommen. Lass mal gucken, was wir da alles bekommen haben. Oh, der ist Offensive verbessert. Das war direkt an. Nicht schlecht. Haben wir mehr bekommen? Hier eine Mütze? Hier. Der Hut des Spackens. Gibt uns aber ein bisschen mehr Verteidigung, aber ich möchte ihn trotzdem aufhaben. Da bin ich ein bisschen eitel. Gebe ich zu. Okay. Viel war es jetzt nicht. Aber Inventar, was haben wir denn da? Inventar. Achso, also einfach so, okay.
hier, Sammlung. Ja, okay, jetzt sind die ganzen Sachen wieder einsammeln können, ne? Gucken wir uns irgendwann mal in Ruhe an. Da widme ich mal irgendwie irgendwas. Willkommen in Hogsmeade. Kreuze Stäbe Runde 1. Ne, wir machen jetzt Hogsmeade. 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 So. Bin gespannt. Revelio. Was entdeckt hier? Nö. Gut. Ich bin wirklich gespannt. So, mal. Hier geht's erstmal raus. Revelio. Wie cool ist das denn? Wie cool ist denn das? Oder? Verschwinden lassen bin ich gar nicht gut. Das kann doch nicht so schwer sein, wie es aussieht. Jetzt das Klingeln hier, aber ich weiß nicht, wohin soll. Na gut. Egal. Ich lasse mich jetzt nicht irre führen durch diese Klingeln. Ich könnte ja mich verlaufen oder verehren hier drin, weil es einfach alles so cool ist. Aber wir müssen auch unseren Aufgaben folgen. So. Durch. Revelio. Hat er gerade gesungen? Der ist schon lustig. Die ganze Zeit was, ne? Echt wahnsinnig ist da. So, warte. Keine Ahnung, wo das herkommt, aber es kommt irgendwo her. Revelio. So, da ist unsere Schülerin, die uns hilft. Also, nehmen wir uns das Ding erstmal hier. Schloss, schon müssen wir Stufe 1 haben. Da. Die Glocken des Träumens. Man sagt, die Glocken der drei Schwestern seien ein Tribut an drei gleichnamige, wunderschöne, steile Bergkämme. So. Hallo, suchst du nach mir? Yes. Lass uns losgehen. Natty, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Das wäre cool. Endlich raus aus Hogwarts. Mal gucken, wie das wird. Bin schon ein bisschen gespannt. Ich freue mich auch ein bisschen auf meinen Besen. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Ah, hier. Mitnehmen? Ach, ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach alter Ruhe. Wie cool sieht das aus hier, Alter? Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Revelio. Guck mal, ob hier irgendwas ist. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Okay, schade, dass wir noch nicht fliegen können. Oh, warte, da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Aha. Was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Ah, sind das vielleicht unsere... die Trötpflanzen, die Musik machen.
Flur fliegen. Ich glaube, daraus können wir unsere, vielleicht ja unsere Heiltränke machen. Man weiß es nicht. Sieh mal, Hippogreife aus dem verbotenen Wald. Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Meint ihr, Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie. Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Warum ist der verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Ah, hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Ich bin gespannt. Ob es so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber bis jetzt haben sie ja schon alles gut hinbekommen. Also, das Schloss ist riesig. Ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Das hat sie gesagt? Hm. Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Wer weiß, was er daraus machen kann. Irgendwas kann man daraus bestimmt herstellen. Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so... Es gibt hier so viele... Ich gewöhne mich langsam ein. Cool, cool, cool. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat. Aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Hm, wer weiß. Ich fühle mich zumindest ziemlich wohl gerade. Revelio. Oh. Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Onei. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geiß. Hässlich, haarig. Furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Armer Mr. Moon. Ein Demigeist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Akio. Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Wenn du davon Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Nati. Danke. Da. Revelio. Cool, Hogsmeade. Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Rebellion. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Dieser wackelige Stab erkennt vor Sarins Waren Web für die Waren darin. Okay. Ich brauche ein paar Sachen. Ein Zauberstab. Butterbier. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Gut, dann lass mal umgucken her. Wir sehen uns später. Danke.
Das Dorfwachs steckt voller interessanter Interessenpunkte. Erleben und andere interessante Dinge, die du mit Hilfe einer Karte im Hand entdecken kannst. Die Karte von Smith zeigt Läden und Interessenspunkte. Du kannst sie verfolgen, indem du ein Symbol auswählst und X drückst. Drücke oben die Karte, okay. Wir müssen noch hier ein paar Sachen suchen, aber... Rebellion. Da oben ist zumindest wieder ein Punkt, wo man sich hinbiegen kann. So. Was ist das denn? Ich kann doch nichts knacken hier. Rebellion. Zonko's Scherz hat sie geladen. Zonko laden, okay. Zonko's reingucken. Abgefahren. Der Zonko sein. Rebellion. Stinkbomben, yeah. Was ist das? Don't push. Gefahren. Rebellion. Da. Okay. Was ist das hier? Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, dann gehen wir wieder raus. So, da gibt es leckeres Butterbier. Rebellion. Butterbier wird da gelagert. Ja. So. Dann lass uns doch mal einkaufen gehen. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.